ihr wieder durch dieses etwas. So. Haha. Hm. Ihr beide. Dunkelheit hat ja was mit Schatten zu tun, nie? Gut, das heißt, ich bin unsichtbar, wenn ich die Macht des Reavers benutze. So, und hier, das verstehe ich nie. Ich meine, ja, okay, es ist zwar nicht der materielle Reaver, aber trotzdem ist es ein Reaver, warum ich da jetzt nicht den auch benutzen konnte, den dunklen, in dem Moment. Hm. Fragwürzig. So. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder irgendwie zurück und das mal hier am besten. Hier. Und jetzt müssen wir wieder dorthin, wo wir als allererstes uns in die materielle Welt verwandelt haben. Weil dort konnten wir auch unsichtbar werden. Und dort. Wo sehe ich jetzt hin? Genau. Spiel sagt's auch. Übrigens sehr nett von den Entwicklern. Crystal Dynamics. Übrigens die gleichen, wer es nicht weiß, wie die Tomb Raider Teile gemacht haben, also die Lara Croft Teile. Und die haben natürlich auch Zauberer, nur hier sind's Frauen. Na gut, ich sag mal nichts. So. Keine Sperre heißt, ich darf das hier machen. Ich darf sagen, ne, ihr Idioten. Ich will ich nicht. Ist ja geil schon. So. Ja. Und es gibt momentan hier Gerüchte, dass ein Soul Reaver 3 geplant ist. Möchte ich irgendwo nicht verstehen, weil... Ich meine, das hier... Okay, es würde mich freuen, dass es noch ein Teil gibt. Weil ich weiß, dass sie es können. Dass die gute Spiele machen. Die von Crystal Dynamics. Aber... Die Handlung ist meiner Meinung nach schon fast abgeschlossen. Ich weiß nicht, was die jetzt noch eventuell machen wollen. Vielleicht wollen sie noch die... Jetzt zum Beispiel, man spielt Raziel, als er noch ein Mensch war, beziehungsweise Vampir. Das könnte man ja auch machen. Man teilt das Spiel jetzt nochmal in... Ich spiele... Ich spiele ihn als Mensch und dann im Nachhinein, je nachdem wie man es gemacht hat, als Vampir. Nur die Vorgeschichte ist dann anders. Also in dem Moment, in dem man dann... Also, dass man wirklich entscheidet, wie wurde man zum Vampir oder sowas... Sowas stelle ich mir darunter vor. Und ich merke gerade, dass ich hier erstmal... Finn, erstmal trinken. Erstmal werden wir zum Kettensäufer. Erstmal werden wir alkoholabhängig, wollte ich sagen. Hatte ich heute erst einen Vortrag vom... einen meiner Schulkollegen. Übrigens, wer mich kennt oder auch nicht, es gibt mich auf Facebook. Ich werde einfach mal, weil ich gerade total schlau bin, haha, wie ironisch, ich werde einfach mal meine Facebook-Seite verlinken. Und hier macht sich gerade was. Nein, jedenfalls, ja, meine Facebook-Seite verlinken, beziehungsweise die von meiner Band. Ich habe mit zwei Klassenkollegen eine Band. Dort bin ich der Bassist in dieser Band. Momentan. Wie durch ein Wunder war ich in Kains Mausoleum gestolpert. Das konnte kein Zufall sein. Okay. Jetzt frag ich mich, was ist daran so bis... Ach so.
Kane wurde ja auch irgendwann mal ein Vampir. Hä? Irgendwie ist es ein bisschen anders, oder? Kanes Familienwappen. So. Insgesamt Kanes Wappen, was man so zum Beispiel jetzt hier an seinen Speicherpunktkreisen. Ja, das sollen übrigens Speicherpunktkreise sein. Für die, die es nicht erkannt oder irgendwas haben. Nur an diesen Stellen wird das Spiel auch sagen, okay, ab hier kannst du dann weiterspielen, wenn du aufhörst. Hier speichere ich. Ah, schade, den habe ich nicht mehr bekommen. Ich Tragödie. Und ich muss sagen, ich hatte es gerade irritiert übrigens, deswegen habe ich es zweimal gemacht. Vor das Gitter gestellt in die Spektralwelt und ich war auf der anderen Seite. Das fand ich gerade wirklich ein bisschen komisch. Komm mal her. Weil ich die Spiele auch kenne, hast du doch sicherlich da jetzt noch ein Geheimnis für mich. Oder hier. Hätte sein können. Ich meine, warum nicht? Weil ich momentan so von euch genervt bin, nehme ich als erstes den Reaver hier. Und zweitens setze ich das Wappen ein und gehe weiter. Und hier sind wir nämlich bei dem Reaver des Lichts. Und da würde ich sagen, schieben wir jetzt mal qualvoll. Ich drück A und er schiebt's nach rechts. Ich fasse es nie. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Blauer. Ganz ruhig. Ja. Nein. Falsche. Richtung. Richtige. Das fand ich auch in Soul Reaver 2 schon ein bisschen, ja, komisch. Es ist so, ja, es war sehr ungenau. So. Ja. Passiert, Mensch. Passiert halt mal, da habe ich mich halt mal hier falsch geportet, auch wenn es sehr schmerzhaft für unseren blauen Freund hier aussieht. Nee, komm. Wir machen es hier. So. Komm mal her. Hier drauf schaffen wir es und hier. Sehr schön. Ach so, ja. So. Genau. Tür offen. Voila. Holen wir uns den zweiten Reaver. So, mal schauen. Oh. Nein, sowas geht. Wow. Wusste ich nicht. Licht ja. Etwas, was das Licht aufnimmt. Gleich. Ist hier. Das heilige Ei. Geschliffene Kugel. Tut mir leid. Wartet. Geschliffene Kugel. Ah. Sehr informativ.
als würde ich den Untergang der Vampire noch einmal durchleben. Doch diese Kammer war anders als die erste. Nach seiner Niederlage rächte sich der Feind mit einem grausamen Fluch. Er belegte die Vampire mit einem Blutdurst, der die einst edlen Vampire zu blutrünstigen Bestien verkommen ließ. Dieser Fluch ließ die Vampire verzweifeln und trieb viele von ihnen in den Wahnsinn und den Freitod. Was hat sie so sehr erschüttert, dass sie sich in Scharen selbst richteten? Entschuldigung, aber jetzt war das sogar das bei mir sehr angebracht sogar, weil ich weiß es selber nicht. Und Fire Reaver! Komm, lass durch. Er mag mich wohl nicht. Ist noch zu schüchtern. Kann verkommen. Warte. Okay. Reicht. Mal schauen. Ach, ist ja lieb. Ah. Und glaubt mir, das hier waren noch die einfachen Reaver. Ich hatte es geschafft. Die Macht des Lichtes durchströmte den Reaver. Ich wusste, was nun zu tun war. Ich musste an den Säulen Ariel finden. Vielleicht konnte sie mir helfen. So. Problem. Freund Blase ist da. Oh nein! Oh. Ah! Das tat weh. So. Schnell mal dieses etwas getötet. Arkanes Buch gefunden. Bisschen Leben. Ja, auch nicht. Ist in Ordnung. Und das hier. Sonst noch was? Nee. Gut. Also denn. Wieder hoch. Oh. Ja. Schon mal zwei Reaver bekommen innerhalb von ja 33 Minuten. Verglichen mit Soul Reaver 2, das war ist gar nichts. Also, Soul Reaver 2 habe ich vielleicht 50 Minuten für einen gebraucht. Oder für den Licht Reaver sogar noch mehr, ne? Also, schon gewaltiger Unterschied. Meiner Meinung nach. Aber trotzdem kommt das Spiel über seine Runden. Um die 8 Stunden Spielzeit. Wieder zurückgeholt durch Kane. Hauptsächlich. Mich interessiert, was ist da drüben? Was ist da drüben?
Ich weiß es nicht. Also... Vielleicht gibt es irgendwann anders mal Auskunft darüber, aber... Ich wüsste jetzt auch nicht, wann und wer und wieso. Ich wäre jetzt wirklich gerne zum Fire River gegangen. Na gut. Ich werde mal nicht allzu viel spoilern oder sowas, ne? Es hat alles seinen Grund übrigens. Alles ist irgendwie ist es schon logisch aufgebaut. Irgendwie ist es logisch. Endlich konnte ich den Friedhof verlassen. Ich musste nur noch das Tor finden, das mich hier wegbringen würde. Oh, das kriegen wir schon hin. Freudblase. Na komm. Ihr wollt doch alle nur kuscheln. Ihr sucht doch alle nur Mitleid. Oh. Na hoch. Was war denn das? Okay. Hier mache ich mal, ja. Oh, Mist. Okay. Ich muss diese Datei gleich nochmal umschreiben. Nee, ich muss. Weil, es war gerade, das muss ich nochmal versuchen mit... Warte. Ja. Ich muss mich ja irgendwann mal mit, Sony Vegas einleben. Und ich meine, das kann ich ja tun mit diesen gerade passierten. Ich meine, warum nicht? Das war nämlich gerade lustig und ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat. Sicherlich, aber trotzdem. Ja, war. Und ich muss langsam auch mal mit Sony Vegas reinkommen. Es war, glaube ich, auch sehr lustig, was hier gerade passiert ist. Epische Kamerafahrt. Jetzt dürfen wir mal nach links. Ja, so gesehen ist es links. Auch von da oben ist es rechts. Ja, okay. Und ich weiß... Auch wenn es mir Kampferfahrung bringen würde. Ich habe einfach keine Lust. Ich habe was vergessen. Was eventuell sogar sehr wichtiges. Zwar muss ich dazu aber... In? Hä? Hä? Ah. Ah, sehr schön. Fast hätte ich es vergessen. Und zwar gibt es hier nämlich eine besondere Stelle. Hier kann man sich nämlich noch was holen. Und zwar handelt es sich hierbei um etwas, was versteckt ist. Wer hätte es gedacht? Und zwar befindet es sich hier. Und hier muss man einfach mal den Helden Reaver nehmen und es hermachen. Glückwunsch. Gesundheitstalisman. Mehr Leben. Weil wir haben es ja auch schon voll, diesen Talisman. Ne? Gut. Sehr schön. Ich hätte es fast vergessen, wirklich. Und ich habe gerade gesehen, es stimmt doch nicht mit dem Farben, also blau für Raziel und rot für Kain, weil das war ja auch gerade rot und für Ihmchen hier. Und ich muss mir nochmal genau überlegen, wie ich das mache, weil ich habe jetzt zum Beispiel für Part 3, das hier ist jetzt Part 4 oder sogar 5, wie ich das mache mit den neuen Anfängen, weil wenn ich jetzt hier reingehen würde, es würde sofort keins Teil weitergehen und der sagt dann aber auch noch 5 Sätze
Und die habe ich dann halt jetzt danach nicht wieder drin. Ich habe keine Lust, hier immer wieder alles hinzurennen und so. Wie es für Rasier macht. Ein uraltes Tor, versiegelt von den Mächten des Lichtes und der Dunkelheit, versperrte mir den Weg zu den Säulen. Nur wenn es mir gelang, dieses Tor zu öffnen, konnte ich diesen Ort verlassen und meine Reise fortsetzen. Genau. Jetzt, wir müssen so gesehen eigentlich hell zu dunkel machen. Dunkel. Endlich. Hell. Das Tor führte zu den Mächten des Lichtes und der Dunkelheit, die den Reaver geschmiedet hatten. Der Weg zu den Säulen war frei. Genau. Jetzt interessiert mich aber... Ah. Das ist also nicht nur geskriptetes Material hier. So. Das war's dann erstmal.